Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück auf Haval in der Andromeda-Galaxie. Einem Planeten, der etwas anders ist als Volt oder Eos, wo wir doch viel mit dem Nomad herumgereist sind. Hier geht's nur zu Fuß durch die dichten Dschungel. Und ich bin echt gespannt, was uns hier so erwarten wird. Also noch haben wir nicht wirklich eine Ahnung, was da so kommen könnte. Aber das sollten wir uns dann doch mal anschauen. Von daher würde ich vorschlagen, wir schlagen sofort los und sehen uns hier ein bisschen um. Wir schauen erstmal kurz auf die Karte, was wir hier so haben. Hier drüben eine Konsole, an der wir ein paar Daten sicherstellen sollen. Okay, einen Typen finden, mit dem wir reden sollen. Mineralien, ja, ja. Zum Reliktschlund, ah ja. Wir können aber auch natürlich erstmal zu den Aufklärungsposten gehen. Das hätte den Vorteil, dass wir danach schnell hin und her reisen können. Ich weiß ja halt nicht, wie weit das hier nach oben geht. Ach komm, wir gehen erstmal in die Richtung, die wir gerade schauen und sehen mal dann, wie es da so aussieht. Beim letzten Mal haben wir ja wirklich nur den ganz groben Anfang gemacht und sind ja erstmal gelandet sozusagen. Zu mehr hat es ja noch nicht gereicht, denn in der letzten Aufnahmesession hatten wir uns ja hauptsächlich um Eos gekümmert und Eos war doch ein bisschen zeitfressend. Hier spricht Rachel Veer. Sie nähern sich den Überresten meines Hauses. Das ist schön. Ich registriere mehrere Lebensformen in dem Bereich. Ihre Bewegungen wirken unruhig und aufgeregt. Ich glaube, wir haben ein Nest aufgescheucht. Ja, dann schauen wir mal, wessen Nest? Können wir eigentlich irgendwelche Pflanzen scannen? Das finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Ganz am Anfang, als wir auf Habitat 7 gelandet sind, konnten wir auch Pflanzen scannen. Das gab es danach irgendwie nicht mehr. Nö. Oh, ein Drell. Du siehst putzig aus und bist sehr schnell tot, stelle ich fest. Ziel neutralisiert. Aha. Ich würde sagen, wir lassen die Waffe gleich draußen. Freunde. Oh, etwas größer. Hallo. Was geht? So, machen wir das mal auf die Art und Weise. Und damit hätte sich das auch für die erledigt. Die können wir scannen. Wunderschön. Vergleichsweise fremdartig eine Aufgabe. Aha. Sollen wir die etwas scannen? Keine Ahnung. Ach so, auf das Terminal zugreifen. Das ist hier das, weshalb wir hierher gekommen sind. Entschuldigung. Leichte Verwirrung. Ich sammle mal kurz ein bisschen Muni ein. Ich dachte, das hätte sich jetzt ergeben, weil ich den das Vieh gescannt habe, aber das hatte gar nichts damit zu tun. Das Computersystem scheint beschädigt zu sein. Mal sehen, ob wir irgendwas davon retten können. Danke, Sam, für den Hinweis. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass das tatsächlich kaputt ist. Ein integrierter Tech-Knoten, okay. Und ein Mineralienlager. Nehmen wir alles gerne mit. Magnesium, Silizium, Titan. Und dann schauen wir uns das hier mal an. Pathfinder, der Datenkern des Computers ist irreparabel beschädigt. Rachel, hier Ryder. Wir sind in Ihrem alten Zuhause, aber Ihre Forschungsdaten haben nicht überlebt. Die ganze Mühe und das Risiko umsonst. Tut mir leid. Wieso tut's dir leid? Du hast sie nicht kaputt gemacht. Es war das Risiko wert. Wir hatten einfach nur Pech. Jahre meines Lebens. Einfach dahin. Hatten Sie keine Backups? Doch, natürlich. Aber die wurden zusammen mit dem Netzwerkspeicherzentrum der Stadt unter der Erde begraben. Selbst wenn sie einen Zugang an der Oberfläche finden würden, wären die Chancen, etwas zu retten, minimal. Probieren kann man es trotzdem, würde ich sagen. Gute Wissenschaftler geben erst auf, wenn alle Möglichkeiten erschöpft sind. Wenn Sie bereit sind, weiterzumachen, bin ich es auch. Na, das klingt doch schon besser. Ich kann Sie in die Richtung führen, wo das Netzwerkspeicherzentrum früher war. Sie müssen nach einem freiliegenden Netzwerkknoten suchen. Ich warte. Danke, Pathfinder. Das klang auch schon wesentlich optimistischer dann auf einmal. Ist der hier nicht freiliegend? Ach, was weiß ich. So, das schauen wir uns gleich auf der Karte an. Ich sehe mich nochmal ganz kurz hier in der Ecke um. Ich weiß nicht. Achso, das geht auch gar nicht viel weiter dann. Ah, okay. Ja, dann sollten wir wahrscheinlich zu Thaldir als nächstes gehen. Ich glaube, es bringt doch nichts, hier jetzt großartig hier oben in der Ecke rumzuspringen, oder? Wir können uns ja mal kurz. Na, wir schauen mal ganz kurz rüber. Ansonsten gehen wir dann hier zu Thaldir. Okay, machen wir das so. Norden ist da. So. Ich schätze mal, mehr als wilde Tiere werden wir hier gar nicht finden hier oben.
Ja, nicht mal die. Nicht mal die. Okay, kommt dann direkt eine Mauer. Das ist also wirklich strikt begrenzt hier, das Gebiet. So. Hallo. Wie geht's? Okay, kann man die noch weiter scannen, die Viecher? Nee, ne? Nö. So, wer stand gerade schon wieder... Ja, genau. Ich hatte gerade schon wieder gesehen, dass da irgendwas mit Scanner stand. Mal wieder ein Tech-Knoten. So, das gibt wieder ein paar Forschungsdaten für uns. Und wir schauen mal... Sind wir jetzt schon in der Ecke, in der wir... Nein, sind wir noch nicht. Okay, ich dachte, wir sind schon hier drüben, aber sind wir noch gar nicht. Aber das Mineral nehmen wir natürlich noch gern mit, das Platin. Ups. Falsche Taste. Muss mich auch gerade erstmal wieder ein bisschen reinfinden, weil ich jetzt auch wieder schon seit, keine Ahnung, 3 Wochen oder so nicht mehr gespielt habe. Ich hatte mal 2 Aufnahmesessions hintereinander hingekriegt, gleich an 2 aufeinanderliegenden Tagen. Das war ganz gut. Aber musste jetzt halt erstmal meine Masterarbeit schreiben. Das waren dann 60 Stunden Wochen und da war nicht mehr so viel mit Let's Playen dabei, kann man sich vorstellen. Was auch daran liegt, dass ich demnächst meine Reise nach in die USA antrete, von der ich mal vor einer halben Ewigkeit in einem Infovideo erzählt hatte. Vielleicht mache ich da nochmal ein Infovideo zu, keine Ahnung. Wenn das hier rauskommt, bin ich auf jeden Fall schon lange dort. Ich werde die alle vorher noch rendern, die Folgen. Ich habe da auch ein bisschen auf Vorrat produziert. Und dann werde ich von dort aus die Dinger freigeben, die Videos. Internet gibt es dort ja auch. Wahrscheinlich sogar ein ganzes Stück besseres als bei uns. Denn da ist Deutschland ja doch recht rückschrittlich. Rosie lebt hier ganz in der Nähe. Sie ist unsere beste Chance, Axel zu finden. Denken Sie, sie wird mit uns reden? Es wird ein wenig Überzeugungsarbeit brauchen, aber ja, ich glaube schon. Axuli! Stimmt, da war was. Der Name kommt mir bekannt vor. Auch wenn es jetzt schon wieder ein paar Wochen her ist. So, dann schauen wir doch mal hier, wo ist da die... Hallo? Wo jetzt? Ach, da drüben. Wo Thaldir genau ist. Ist das Thaldir? Das wäre irgendwie unfein. Nee, Erwählter. Okay. Kerzen auch hier. Na, sieh mal an. Spielkameraden sozusagen. Dann lass er doch mal die Hammer Time sprechen. So, ich vermute dann bald mal, dass Thaldir... Ja, das sieht nicht so gut aus. Hallo? Rokar, Sie sind im Kampf gestorben. Axul muss Sie beauftragt haben, auf Thaldir aufzupassen. Okay, es war nicht Thaldir. Gut, aber bevor wir da reingehen, will ich noch mal ganz kurz hier mich umschauen. Ob hier irgendwas an Technik für uns mit zum Scannen vielleicht ist. Okay, Überreste, ja. Nehmen wir mit, kein Ding. Aha, Mineralienlager, das sieht doch ganz gut aus. Und ein weiterer Tech-Knoten, den scannen wir auch noch gerne mit. Ich gehe gleich da rein, keine Sorge. Ich will aber erstmal ganz kurz noch die Ecke auch mit erkunden hier. Haben wir hier noch irgendwas? Was ist das eigentlich für eine komische Textur? Also was stellt das dar? Ist das irgendwie aus der alten Zivilisation, von der wir jetzt noch nichts wissen, oder was ist das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist niemand für nötig gehalten, da mal Zeug einzusammeln, was da oben rumliegt. Dann machen wir das halt. Kein Ding. So. Achso, können wir das hier hinten noch scannen? Das sieht auch so aus. Ah, zumindest das hier. Solarstrahler. Naja gut, so hell ist es hier. Okay, wir haben Nacht. Aber wenn es Tag ist, ist es wahrscheinlich ein bisschen heller, das stimmt. Na. Gehen wir halt einfach mal den normalen Weg. So, und dann schauen wir mal, ob hier jemand da ist. Verschlossen. Ich hebe die Verriegelung auf. Ah. Das sieht gut aus. Wir sind hier, um zu helfen. Kisten. Oh, ist Polycarbonat. Wie schön. So, dann lesen wir uns erstmal hier im Terminal durch, was wir so an Nachrichten haben. Albträume.
An Axul von Thaldir. Ich habe wieder von den Lagern geträumt. Ich dachte, man könnte im Traum keinen Schmerz spüren, aber das habe ich. Mein Rücken hat vor lauter Erschöpfung wehgetan und meine Haut hat gebrannt, wo sie nicht mich geschnitten haben. Selbst nachdem ich aufgewacht war, konnte ich die Kette in meinen Narben spüren. Ich will doch einfach nur schlafen. Jovan Thaldir. An Thaldir von Axul. Tarashai, ich schicke dir eine Flasche Dremagie. Das dürfte gegen die Albträume helfen. Ich verwende es selbst gelegentlich. Ich weiß, ich hatte versprochen, es nicht wieder zu erwähnen, aber ich wünschte, du würdest in eines unserer Lager kommen. Die Dschungel von Havar sind gefährlich. Mir gefällt der Gedanke nicht, dass du alleine da draußen bist. Und es wäre schön, dich in der Nähe zu haben. Bitte denke darüber nach. Jovan Axul. Und wieder von Thaldir? Ich verdiene deine Hilfe nicht. Du weißt, dass mich gerne... Was? Achso, das... Entschuldigung. Du weißt, dass ich mich gerne den Rokar anschließen würde, um an deiner Seite zu kämpfen. Aber sobald ich in der Nähe von Fremden bin, fängt das Zittern wieder an. Es ist besser, wenn ich hier bleibe. Danke für das Dremagir. Gestern Nacht habe ich zum ersten Mal seit Monaten nicht von den Cat geträumt. Du hast mich wohl wieder einmal gerettet, Tanovan. Jovan Thaldir. Das klingt ja nicht so gut, ne? Viele Albträume. Also die Frage ist, wurde sie selbst von den Cat gefoltert oder... Ja doch, das klang so, ne? Sie hat ja auch gemeint, sie spürte die Cat in ihren Narben. Ich schätze mal, die Narben hat sie von den Cat-Folterungen erhalten. So, schauen wir uns noch das Datenpad an. Übersetzt aus dem Shalash. Meine Familie ist schreiend auf Volt gestorben. Ich habe an jenem Morgen alle in unserem Lager zurückgelassen, um einen Weg durch die Schlucht zu finden. Wir waren nur einen Tagesmarsch von der Sicherheit von Techix entfernt. Ich weiß noch, dass ich voller Hoffnung war, wir könnten unsere Qualen überleben. Als ich plötzlich brennendes Fleisch gerochen habe, ich bin auf den Rauch zugerannt, obwohl ich wusste, dass ich zu spät komme. Die Cat hatten die verkohlten Überreste meiner Familie auf einem großen Haufen zurückgelassen. Aber ich konnte immer noch schmerzverzerrte Gesichter erkennen. Meine Eltern, meine Brüder und Schwestern, meinen Mann und unsere Kinder, alle tot. Ich hatte mich noch nie so machtlos gefühlt. Ich habe ihre Asche verstreut, während mir die Tränen auf der Haut gefroren sind. Dann bin ich nach Techix gerannt, wo ich Axul getroffen habe. Oh Mann, die hat's echt nicht einfach. Ja, schauen wir mal, ob es ihr gut geht. Körperlich meine ich jetzt. Oder ob sie noch irgendwelche anderen Gebrechen vielleicht hat. Fassen Sie mich nicht an! Sie brauchen medizinische Versorgung. Für mich kommt jede Hilfe zu spät. Dafür habe ich gesorgt. Ihre Verletzungen? Sie haben sie sich selbst zugefügt? Die Kit. Ich kann nicht wieder dorthin. Niemals. Ganz ruhig, Schwester. Die Cat sind tot. Niemand wird sie hier wegholen. Das lassen wir nicht zu. Sie klingen wie er. So selbstsicher, so überzeugt. Sie meinen Axul? Er hat mich gerettet. Er gab mir die Chance, nach meinen eigenen Vorstellungen zu leben und zu sterben. Wir müssen ihn finden, Thaldir. Zu spät. Isharay, tapfere Seele. Wir sind Axul keinen Schritt näher gekommen. Ihre Ergebenheit ihm gegenüber hat mich überrascht. Ich glaube nicht, dass uns irgendjemand mit Verbindungen zu den Rokar helfen wird. Die einzige andere Person, die ihn erreichen könnte, ist die Moshai. Ein Grund mehr, sie zu retten. Kommen Sie, lassen Sie uns gehen. Ach, naja. Alles umsonst. Nächster Schritt, warten, bis Jarl ein Treffen arrangiert hat. Mit wem? Mit der Moshai? Die haben wir noch nicht gerettet. Oder was meinst du? So, halt, hier gibt's noch was zum Scannen. Draußen vielleicht. Kann ich sie scannen? Nee, ne? Ach Mann, das hätte nicht sein müssen. Ach hier. Noch ein Tech-Knoten, okay.
nehme die Forschungsdaten natürlich gerne mit, von denen können wir uns dann lustige Verbesserungen machen. Tja, da sind wir leider zu spät gekommen. Aber so wie sich das las, war das bald schon eine naheliegende Sache, dass die sich selbst das Leben nimmt. Also sie hatte ja wirklich gelitten. Und es gab auch keine Aussicht auf Besserung, so wie es aussah, ne? Und in ständiger Angst zu leben, dass man wieder an den Ort seines Albtraums zurückkehrt, puh. Kann man so nicht nachvollziehen, ich kann mir aber vorstellen, dass das tatsächlich dazu führt, dass man lieber sterben und endlich in Ruhe sein will. Pathfinder, ich habe Energiewerte geortet, die zu einem aktiven Netzwerkknoten passen. Auf der Oberfläche? Das werden wir herausfinden. Lass mich raten, es ist davon, wo es brennt. Hey, Überraschung! Gute Arbeit! Hallo, Kumpel! Sie sollten gehen, Besucher. Es ist nicht sicher. Ich kann keine Verantwortung für Sie übernehmen. Sie hätten mich warnen sollen, dass Sie kommen. Wer hätte dich warnen sollen? Okay, ihn können wir bloß ein bisschen ausfragen. Was machen Sie hier? Ich sorge dafür, dass die Feuer sich nicht ausbreiten. Ich bin ein Landvermesser und Ingenieur von der Station. Ich muss Treibstoff aus den hier vergrabenen Rohren ableiten. Das wird die Flammen löschen. Irgendwann. Was hat diese Brände verursacht? Haben Sie einen Notfall? Dieser Dar war früher eine viel größere Siedlung. Die Wildnis hat ihn erobert, oben und unten zerstört. Pflanzenwurzeln haben eine unterirdische Treibstoffleitung aufgerissen. Und ein Funke hat dann diese Feuer entfacht. Ich gehe dann mal. Seien Sie vorsichtig. Sie auch. Ishare. Das lief gut. Das zählt schon als Dar hier? Echt? Na gut, aber hier sehen wir schon, da ist die Leitung angezeigt. Der müssen wir bestimmt folgen, denke ich mal. Ah, da drüben. Oh. Nicht in die Hitze reingeraten. Ist das hinter dem... Ja, es ist hier dahinter. Okay. Dann machen wir das mal so und da haben wir auch schon unser Ziel erreicht. Erst noch das Comm-System eingesagt und dann schauen wir uns den Computer mal an hier. Netzwerkverbindung wurde hergestellt. Ich melde mich an. Suche. Ich habe sie gefunden. Die Forschungsdateien werden heruntergeladen. Und das war's. Sie haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Gemeinsam. Wenn wir diese Daten sicherstellen konnten, können wir vielleicht auch auf alles zugreifen, was bei der Katastrophe verloren ging. Ich werde meine Kollegen informieren. Sie haben etwas Unglaubliches vollbracht, Pathfinder. Dieser plötzliche Enthusiasmus. Ich bin begeistert. Okay, dann werden wir als nächstes mal zum Aufklärungsposten gehen hier. Was haben wir denn sonst noch so? Pflanzenproben? Ja gut, das werde ich mal abseits machen. Das sind alles so Sachen, die bringen uns jetzt storymäßig nicht weiter. Aber hier können wir noch weiter... Achso, das ist auch bloß Zutaten für neue Drinks. Das muss jetzt eigentlich auch nicht unbedingt sein. Wobei, das ist alles so nah beieinander. Ich glaube, hier können wir auch wirklich einfach alles machen, was hier angezeigt wird. Gut, dann... Gab's da noch irgendwas? Eigentlich nicht, ne? Ich glaube, hier war nur kaputtes Zeug ansonsten. Da drüben ist was, oder? Ah, vielleicht auch nicht. Dann lass es doch einfach mal weitergehen. Weiter gen Osten. Sehen Sie sich vor den Rogue hervor. Angaranische Fanatiker, die Aliens hassen. Das heißt, Sie. Wie nett. Ich hab doch dich dabei. Du wirst mir schon helfen. Es ist wirklich immer gut, den Angara mit dabei zu haben, wenn man zu Angara geht, würde ich sagen. Also deswegen will ich Jarl eigentlich auch nicht aus dem Team rausnehmen. So, das nehmen wir noch mit und jetzt müssen wir mal schauen, wo hier der Aufklärungsposten genau hinkommt. Oben auf den Hügel. Jarl hat irgendetwas von Fischen und Perlen gesagt. Was hat sie damit gemeint? In einer Meer von Fische hat wenigstens eine Perle. Das heißt, Ihr Erfolg mit den Relikten basiert auf Wahrscheinlichkeit und nicht auf Können. Tja. Wenn sich eine Fallzahl unendlich nähert, werden auch die unwahrscheinlichsten Resultate wahrscheinlich. Oh. Ja, ich hatte schon vermutet, dass es irgendwas in der Art bedeutet. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Ist ja auch nicht ganz falsch, ne? So, dann schauen wir uns hier mal um. Datenpad und was haben wir hier drüben noch?
ein Behälter. Okay, ich dachte, es wäre wieder so ein Tech-Knoten, aber ist gar nicht. Gibt auch nichts zum Scannen hier. Gut, dann schauen wir uns mal das Pad an. Nachricht an Aveda, übersetzt aus dem Chalash. Ich weiß, ich sollte mich der kürzlich aufgetauchten alten Absturzstelle nicht nähern, aber ich muss es einfach versuchen. Sie hat recht, es ist zu schwierig, dorthin zu gelangen. Relikte haben uns verjagt, bevor wir auf halber Höhe der Schlucht waren. Hoffentlich haben sie mehr Erfolg. Sie hatten schon immer ein Talent dafür, diesen Maschinen auszuweichen. Allerdings weiß ich nicht, wie sicher das ist, solange sich diese Außenseiter herumtreiben. Die mit den Stacheln. Haben Sie sie schon gesehen? Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Aber ich schweife ab. Der Punkt ist, dass Sie recht hatten. Wir studieren immer noch den Monolithen, aber ich werde Sie verständigen, sobald wir etwas finden, das Sie im Speicher erwähnen können. Torvar. Okay. Dann setzen wir unseren Weg mal fort. Können wir hier irgendwie hochklettern? Gibt's da oben irgendwas für uns? Irgendwas zum Mitnehmen? Hops. Da drüben, genau, das dachte ich mir, das sah schon so aus, als ob man es scannen kann. Ein Reliktkerngerät, sieh mal an. Oh Gott, natürlich. Den Sprung komplett versaut. Aber egal, wir können auch so hochklettern, eventuell, ja. Ich weiß nicht, der Monolith selber scheint jetzt aber nichts für uns parat zu haben. Nee, ich glaube nicht. Okay. Hopsa. So, den Drull, den machen wir mal von hier oben platt. Und dann schauen wir erstmal kurz auf die Karte. So, was hatten wir jetzt gesagt? Hier drüben Pflanzenprobe, bessere Zubereitung. Ach, das war ja alles nur Kram gewesen, ne? Okay, dann, wir gehen noch weiter nach Osten. Ich halte mich jetzt nicht lange damit auf hier. Wir versuchen die ganze Sache mal ein bisschen zu beschleunigen. Du bist ja ein Hübscher. Hallo! So, gleich nochmal drauf. Und das auch noch. Hops. Und das war's für den. Und sieh mal an, Rokas. Tote Roka. Meine Güte, was ist denn hier los? So eine Action auf einmal. Oh, das war nix. So, haben wir jetzt hier noch einen? Dort wird mir noch rot angezeigt. Ah ja, ist auch ein Roker, genau, das dachte ich mir schon. Ups. Den hat's ja schon erwischt. Tja, Kumpel. Hättest du mal die Finger von mir gelassen. Wo jetzt? Irgendwo? Da. Okay. Selbst schuld. Meine Fresse, das hört ja gar nicht mehr auf hier. Wo sind die denn? Oh. What the? Ja, wenn ich wüsste, wo sie sind, dann wäre das ja gar nicht so schlimm. Ah, da drüben. Also manchmal kommt mir die Schadensanzeige, aus welcher Richtung der Schaden kommt, ein bisschen irreführend vor. Was, schon tot? Ging ja schnell. Ach nee, doch nicht. Okay. Müssen wir nochmal nachhelfen. Ah, hat nicht ganz gereicht. Dann eben doch auf die Art und Weise. Den habe ich aber ordentlich weggehämmert, Mensch. Ganz vergessen, dass die Singularitäten explodieren. Okay, jetzt scheinen wir aber endlich mal Ruhe zu haben. Das war, ja, das waren ein paar Leute, die mich da angegriffen haben. War gar nicht so wenig. Aber ich glaube, so richtig ein Lager haben die jetzt nicht, oder? Dass man untersuchen könnte. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas ist für uns. Okay, das ist einfach bloß explosive Kanister. Hier irgendwas? Aha. Das sah mir doch gerade schon nach einem Behälter aus. So, okay, dann gehen wir aber einfach mal weiter.
hin zum nächsten Aufklärungsposten. Wie gesagt, die anderen Sachen aus den Nebenmissionen, die werde ich dann mal so nebenbei mitsammeln. Das ist ja jetzt alles nichts, was groß von Interesse wäre für das Let's Play.